Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag und willkommen in eurer Mittagspause, so hoffe ich. Heute gibt's wieder mal ein Live hier auf La Casita und diesmal nicht mit einer unserer Expertinnen, sondern mit der Gründerin oder Mitgründerin von Tuesday, der lieben Thea. Und Tuesday ist ein total innovatives und nachhaltiges Konzept zum Coworking. Gibt es schon in den unterschiedlichsten deutschen Städten. Und ja, ich freue mich total, dass wir jetzt mit der lieben Thea so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn eigentlich Tuesday? Wie hilft es den Menschen so in ihrem Arbeitsalltag? Und letzten Endes, ja, wie hilft es uns allen auch auf unserer eigenen Reise in der persönlichen Weiterentwicklung und zu unserer Selbstverwirklichung? Aber ich hole jetzt mal die liebe Thea hier in den Raum und dann darf sie uns einfach ganz viel dazu selber erzählen. Und ich habe ihr schon mal eine Einladung geschickt. Schauen wir mal. Tut sich was? Unable to join, sagt's. Liebe Thea, vielleicht musst du mal versuchen, mir eine Einladung zu schicken oder du bist gerade über Desktop da und müsstest über die App reinkommen. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal ein bisschen. Ah, da haben wir was. Ah. Tuesday Work is unable to join, sagt's. Das möchte gerade nicht so funktionieren, wie es soll. Ich glaube, Thea hat kurz Probleme reinzukommen. Ich bin hier gerade nebenbei damit beschäftigt, zu versuchen, sie in den Raum zu holen. Sie hat mir vorhin schon gesagt, dass der Tuesday-Account bei ihr gerade im gesperrt ist und sie nicht reinkommt. Ab und zu macht das Instagram ja mal und man weiß leider nicht, warum und wie lange es gesperrt ist. Da ist sie. Jetzt wollte ich es doch. Hallöchen, schön. Weiß dass man nicht, warum es zuerst nicht ging, aber jetzt geht's. Herrlich. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Gar kein Problem. Manchmal möchte die Technik einfach nicht so, wie wir wollen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Thea, wie geht's dir, jetzt wo du da bist? Alles super, danke schön. Sehr schön, sehr schön. Wollen wir direkt starten? Magst du uns direkt mal erzählen, wer ist Thea und was hat sie mit Tuesday zu tun und was ist überhaupt Tuesday? Was steckt da dahinter? Ja, sehr gerne. Ich bin eine der beiden Gründerinnen von Tuesday. Ich bin 37, bin Münchnerin. Ich fange vielleicht gleich bei Tuesday an. Tuesday ist eine Plattform für Coworking Spaces. Wir bieten Coworking Spaces an in Bars und Restaurants, die normalerweise tagsüber geschlossen sind.
Das heißt, tagsüber sind eben diese Bars komplett leer, kein Kellner ist da, niemand von der Gastro. Und wir haben uns gedacht, diese Spaces kann man doch besser nutzen. Also haben wir sie, also verwandeln wir viele Spaces in Coworking Spaces und haben auch ein System entwickelt, dass tagsüber der Space halt betreut wird von unseren Space Captains. Die passen untertags auf den Space auf. Und genau, diese Coworking Spaces haben dann den Vorteil, dass sie wirklich sehr günstig sind für unsere Coworker im Vergleich zu allem, was es so auf dem Markt gibt. Und das ist besonders interessant für Freelancer, Leute, die gerade ihr eigenes Business starten, Leute, die halt ausgestiegen sind, vielleicht aus einer klassischen Konzernkarriere, auch Leute, die vielleicht gerade noch im Konzern arbeiten, aber sich umschauen nach ihrem eigenen nächsten Projekt. Genau, und da findet halt viel Austausch statt in unseren Spaces. Darauf legen wir halt total Wert. Und jetzt vielleicht noch mal kurz, wie bin ich dazu gekommen? Also ich war schon immer halt interessiert an Nachhaltigkeit. Das heißt, das war für mich total schön zu sehen, dass wir halt den leerstehenden Raum in unseren Städten einfach besser nutzen können und so auch bis zu einem gewissen Grad einsparen, neue Bürogebäude zu bauen oder überhaupt Platz nur für Büros zu verschwenden. Das ist das eine. Und auch ich habe schon in Chile ein Startup aufgebaut. Das war ein großes Netzwerk für nachhaltige Startups. Das heißt, das Community Building ist auch etwas, was mich schon lange begleitet und mir am Herzen liegt. Genau. Total schön. Das heißt, du warst vorher auch schon selbstständig. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie entstand denn überhaupt quasi so diese Dringlichkeit zu sagen, hey, wir müssen das jetzt auch in Deutschland machen, wir brauchen das. Und wo habt ihr denn, habt ihr mit München angefangen oder was war denn tatsächlich eure erste Stadt? Wir haben mit München angefangen, einfach genau Cecilia und ich. Wir beide leben hier. Cecilia ist meine Mitgründerin. Genau, da hat es noch die Frage, so was hat uns dazu bewogen, das zu gründen oder wie kam es dazu? Ja, ich war selbstständig oder ich war erste Mitarbeiterin in einem Startup in Chile, nachdem ich bei den Vereinten Nationen ausgestiegen bin. Die Vereinten Nationen, dachte ich erst, wäre mein Traumarbeitgeber. Und dann habe ich gemerkt, leider arbeiten da die Leute sehr high level, sind nicht durch Werte motiviert. Und genau da bin ich dann schnell wieder ausgestiegen. Und dann war ich eben im Startup aktiv. Und das war für mich so die Neuentdeckung von der neuen Welt, dass ich halt in einer Firma arbeiten kann und trotzdem mein eigenes Potenzial ausschöpfen kann. Und ich hatte super viel freie Hand, Projekte zu entwickeln. Wir waren drei Leute, deshalb ja, gab es halt einfach zu tun an allen Ecken und Enden. Und dann war ich nochmal nach dem Startup in Chile, bin ich dann nach München zurückgekommen und war da Startup-Beraterin. Und es war auch super schön und war sehr hilfreich und lehrreich, aber nach einer Zeit wollte ich halt wieder was Eigenes machen. Da ist mir die Cecilia über den Weg gelaufen, die selber ihren Job gekündigt hat, um was Eigenes zu gründen. Mega cool, mega cool. Also so eine richtige Selbststarterin auch, wirklich ganz viel Aktionismus höre ich daraus. Total schön. Und du hast ja auch schon gerade gesagt, so dieses Selbst erschaffen und wirklich so den eigenen Fußabdruck hinterlassen, das ist ja auch was, was so in euren Werten verankert ist von Tuesday. Magst du mal so ein bisschen uns noch ein bisschen mehr so in die Vision und Mission, die wirklich im Detail hinter dem Konzept steht, mitnehmen? Gerne. Wir glauben daran, dass in Zukunft die Leute weniger im Konzern arbeiten wollen und dass es immer mehr Menschen wichtig ist, an Projekten zu arbeiten, die ihnen selber Sinn stiften. Purpose und Empowerment ist hier halt ein totales Schlagwort, aber wir stehen dafür wirklich ein. Das ist unsere Vision, dass die Leute, die dann aussteigen aus einem konventionellen Leben, trotzdem ein Netzwerk haben, in dem sie sich geborgen fühlen, weil wir auch sehen, dass Leute, die dann eben aussteigen aus dem Konzern oder aus einem konventionellen Leben, da ist das Netzwerk erstmal nicht vorhanden. Und bei uns treffen sich eben Leute, die irgendwie auf eine Weise gemeinsame Interessen haben und eben auf dieselbe Weise ticken. Und da ist eben auch nochmal so das Setup von Tuesday, dass wir halt daran glauben, dass so Coworking Communities sich selbst finden und sich selbst formieren. Und da stellen wir eben den Raum zur Verfügung. Und ansonsten wollen wir eben so viel wie möglich der Community
zur Verfügung stellen, um sich selbst zu formieren, um da eigene Events zu machen, um sich selbst zu verwalten, genau, und einfach viel so einfach die Community und das Leben selbst in die Hand nehmen. Mega cool. Das heißt, auch so Mastermind-Gruppen bilden sich da dann wahrscheinlich auch, wo es wirklich dann, wo sich einfach die Leute auch aus wahrscheinlich ähnlichen Branchen dann kennenlernen und sagen, hey, lass irgendwie was zusammen starten. Mega cool. Also da ist wirklich Selbstverwirklichung groß geschrieben. Und was mich auch so ein bisschen zu dem Punkt persönliche Weiterentwicklung bringt, weil das da ja natürlich auch extrem viel mit reinspielt, oder? Also vielleicht erstmal, was ist denn persönliche Weiterentwicklung für dich? Was bedeutet das für dich? Weil hat, also deine Geschichte schreit ja auch so ein bisschen danach, nach diesem Thema. Persönliche Weiterentwicklung ist, glaube ich, einfach, dass man. Also, ich glaube, es gibt Leute, die können immer im selben Job bleiben und sich immer weiterentwickeln. Also, für mich hat es viel mit einfach Zufriedenheit zu tun, dass man ja einfach happy ist, da wo man ist. Und ich glaube einfach, dass es auch in der Natur des Menschen liegt, so eine Neugier zu haben. Und zu sehen, was kann es denn noch alles in der Welt geben? Und dass man dann eben nicht stehen bleibt und sagt, naja, ich habe mir jetzt mein Nest gemacht, meinen Job, der halt für immer und ewig der richtige ist, sondern dass man da herum experimentiert und schaut, was kann es noch geben? Und da ist natürlich auch die Sache, man muss ja erstmal erfahren, was kann es denn für Sachen geben? Man muss ja erstmal wissen, was man nicht weiß, dass man das erkunden kann. Absolut, absolut. Und hast du schon, also ich weiß nicht, inwiefern ihr da natürlich die Stories von euren oder von den Menschen mitbekommt, die da tatsächlich arbeiten, aber habt ihr da schon irgendwie so eine Erfolgsstory oder so mitbekommen, wo ihr sagt, ach cool, das hat sich irgendwie daraus ergeben, dass die da gearbeitet haben? Total. Also wir kriegen die ganze Zeit mit, dass Leute entweder Projekte gemeinsam generieren oder dass man, wenn zum Beispiel ein Texter einen Grafiker trifft, dass dann der Grafiker auch über den Auftraggeber vom Texter eben einen Auftrag bekommt. Also dass da halt neue Projekte entstehen. Oder auch Leute haben sich schon als Mitbewohner gefunden oder als Dogsitter oder einfach als gegenseitige Ratgeber. Man gibt sich auch Rat, wer ist der beste Steuerberater, wer ist der, genau, wer ist einfach irgendwie eine inspirierende Person, auch die mir jetzt im Coaching weiterhelfen kann. Das sehen wir die ganze Zeit. Habt ihr da irgendwie so einen, also merkt man da, dass es irgendwie so einen Trend gibt an Themen, die, also an Branchen, die vertreten sind, oder ist es wirklich bunt gemixt so? Also viel, es ist sehr bunt gemischt, aber vielleicht die Menschen, die mir sehr auffallen, sind Coaches, die einfach andere Leute beraten, darin gerade zum Thema Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, in die eigene ja, Kraft zu kommen. Das sind wirklich viele tolle Menschen, die bei Tuesday sich treffen. Wow, voll schön. Und wie geht's mit Tuesday weiter? Also wir sehen ja, es gibt in Leipzig, in Köln, ich weiß sie gerade gar nicht alle auswendig. München ist mir auch für Wien, glaube ich, habe ich auch gesehen. Nürnberg. Wie geht's da weiter? Was ist die langfristige Vision hinter dem Konzept? Was darf da noch kommen und entstehen? Also wir träumen davon, dass Tuesday wirklich jedem Menschen an der nächsten Straßenecke zur Verfügung steht. Egal, ob das jetzt in der großen Stadt ist, am Stadtrand oder auf dem Land. Weil Tuesday dadurch eben, dass wir bestehende Infrastruktur doppelt nutzen, sind wir halt super flexibel und können jederzeit in eine neue Stadt gehen. Und genau, so träumen wir von 33.000 Spaces in der Welt. Ach, wow, mega. Sprich auch langfristig international und nicht Absolut. nur in Deutschland. Mega cool. Und jetzt gibt es ja zwei Interessentengruppen, möchte ich meinen, für Tuesday. Also zum einen gibt es natürlich die Leute, die sagen, hey, mega cool, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich möchte auch ein Coworking Space besuchen. Und dann gibt es natürlich vielleicht sogar Leute, die sagen, hey, ich habe auch einen Café, ich möchte oder eine Bar und ich möchte die zur Verfügung stellen. Vielleicht gehen wir da mal so Schritt für Schritt in die beiden Gruppen rein. Wie kann das, also wie kann ich mich da einbringen? Wie finde ich meinen Coworking Space? Oder wie kann ich vielleicht sogar selber eins eröffnen, wenn ich sage, ich möchte es vorantreiben in meiner eigenen Stadt? Super gerne. Also genau, wir suchen wirklich immer nach tollen Locations. Auch in München sind wir gerade noch dabei, mehr Locations zu eröffnen.
Also zum Beispiel für München sehen wir das Potenzial von mindestens 14 Spaces. Das heißt, ja, wir haben jetzt gerade zwei. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auch ja, jetzt nach Corona, es ist ja, läuft es wieder schön an. Ja. Genau, da kann man uns jederzeit schreiben an zum Beispiel dorothea@tuesday.work, wenn jemand eine Location hat, die zum Beispiel für 20 Leute einen Sitzplatz eben erlauben, die Tageslicht hat, die einfach in guter Lage ist, wo Leute auf der Straße vorbeikommen. Das ist eine Location, die in Frage kommt für uns. Und wenn jemand einfach coworken möchte, dann kann er auf tuesday.work sich ansehen, welcher Space der nächstgelegene ist und auch welches Ticket halt am besten für ihn passt. Wir haben ja, auch ein Ticket für 6 Euro den halben Tag. Das ist wirklich mega flexibel auch, ne? Also man ist da überhaupt nicht, vielleicht auch wichtig nochmal das zu erwähnen, man ist überhaupt gar nicht in irgendwelche Verträge oder Monatszyklen gebunden, sondern man kann wirklich sagen, hey, keine Ahnung, mich packt es jetzt gerade und mir fällt daheim die Decke auf den Kopf, ich gehe jetzt in den Coworking Space oder ich brauche irgendwelche Kontakte. Keine Ahnung, also ich persönlich habe mir auch schon gedacht, ich hoffe, dass bald Stuttgart hier die Nähe auch einen Coworking Space gibt, weil, wie du es vorhin angesprochen hast, mit den Ressourcen, man kann ja gar nicht immer alles abdecken, ne? Manchmal braucht man dann einfach irgendwie den Webdeveloper oder den Steuerberater oder so und finde ich mega, mega spannend, super cool und genau dafür gibt es eben diese verschiedenen Tickets, die man sich bei euch buchen kann, richtig? Genau, und das wollte ich einfach noch sagen, das ist uns wirklich wichtig, das gehört mit zu dem ganzen Grund, warum wir Tuesday machen, weil wir eben gesehen haben, wie vorhin schon erwähnt, die Leute wollen nicht nur an Projekten arbeiten, die ihnen Sinn stiften, sondern auch dann und dort, wo sie wollen. Ja. Sich eben nicht verpflichten müssen, für ein halbes Jahr gleich eine Membership abzuschließen, sondern jetzt mal für einen halben Tag. Ja, total schön. Und ich könnte mir auch vorstellen, es gibt gerade in der Coaching-Branche oder in der Branche so Selbstverwirklichung und wie soll ich sagen, Berater, Trainer und so. Da gibt es ja viele, die machen das auch so ein bisschen nebenbei, ne? Also neben der Arbeit noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch wirklich cool ist, zu sagen, hey, ich gucke jetzt mal, vielleicht taugt mir das, wenn ich die ganze Zeit noch gar nicht wusste, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht? Und dann brauche ich irgendwie einen Raum, weil ich zu Hause vielleicht nicht so arbeiten kann, wie ich das möchte. Und da auch einfach mal reinzufühlen und zu sagen, vielleicht ist das so das Letzte, was mich davon abgehalten hat, wirklich für meine eigenen Träume und Ziele loszugehen, weil ich dachte, ich brauche dann irgendwie erstmal ein Büro oder keine Ahnung und muss da irgendwie voll viel Geld ausgeben und da einfach mal zu sagen, hey, vielleicht guckst du dir doch mal an, vielleicht ist es so der letzte Schubser, den du brauchst, um wirklich für dein eigenes Ding loszugehen. Was halt so schön ist, ist wirklich einfach zu sehen, ja, es gibt andere Leute, die haben dasselbe durchgemacht irgendwie oder die haben auch, die waren irgendwo, waren irgendwo angestellt, wollten ein Projekt starten und haben sich nicht recht getraut und haben es trotzdem gemacht und dann da bei Tuesday auf diese Leute zu treffen, ist einfach super auch bestätigend und voll schön und auch, ich habe mich letztens auch mit Christina unterhalten, über die wir uns ja auch kennengelernt haben und da war es auch tatsächlich so, dass wir so ein bisschen dieses Thema besprochen haben, was dann auch so Hürden sind in der Selbstständigkeit, ne? Man geht dann auf Instagram und dann sieht man das 50. Reel, wo jemand erzählt, toll, ich habe hier gerade schon mal wieder meine 100. Rechnung gestellt, es läuft richtig gut und eigentlich so diese Hürden, wo sich dann jeder denkt, Mist, bin ich eigentlich alleine mit diesem Thema, irgendwie komme ich immer vor die und die Herausforderung, auch da einfach auf so einer mentalen, psychischen Ebene einfach so einen Support zu finden, wo dann auch Leute sagen, die sagen, hey, ich habe auch diese Herausforderung oder ich hatte sie schon und wir können uns einfach mal austauschen. Ich bin vielleicht so und so damit umgegangen und probiere es doch auch mal. Oder ich habe so und so darüber gedacht und das hat mir geholfen. Also es ist mega cool, dass ihr so einen Raum schafft, wo man einfach genau das auch findet, diesen Zusammenhalt, diesen Support. Und
auch dieselben Themen hat. Also, oder beispielsweise natürlich, du gehst aus deinem Angestelltenjob raus und erstmal verändert sich alles, ne? Du hast erstmal vielleicht nicht so viel Einkommen, wie du das vorher hattest. Du musst erstmal deinen Fokus auf ganz andere Sachen legen, während die Leute, die noch arbeiten, sind gerade damit beschäftigt sind, sich die neue Küche auszusuchen. Und du denkst, ja, da bin ich aber meilenweit entfernt. Und dann tut es einfach extremst gut, sich mit Menschen auszutauschen, die sagen, hey, ja, mein Fokus liegt auch gerade auf was ganz anderes. Und du kannst auch happy sein ohne die neue Küche, so ungefähr. Von daher mega, mega cooler Raum auf jeden Fall. Sehr schön. Perfekt zusammengefasst. Total toll. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch nochmal alles, ich glaube, du bist jetzt mit deinem Privataccount drin, ne? Ich werde jetzt auch auf jeden Fall Tuesday nochmal verlinken und auch vielleicht nochmal einfach in die Beschreibung schreiben, wie man alles machen kann, wie man zu euch auf die Seite kommt. Genau, weil ich hoffe, dass das jetzt hier auch im Nachgang, die Menschen, die sich es im Nachgang anschauen, da nochmal irgendwie so den letzten Impuls haben. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Haben wir in Freiburg sowas? War Freiburg mit auf der Liste? Noch nicht, oder? Freiburg ist auf jeden Fall eine Stadt, die in der näheren Auswahl steht, ja, weil Ja. viele Studenten da sind. Das ist eine coole Stadt. Ist natürlich jetzt nicht eine der allergrößten Städte, aber auf jeden Fall Ja. eine Stadt, wo wir demnächst hinwollen, ja. Vielleicht eine Frage. Wenn jetzt ein Hörer aus einer Stadt kommt, wo es Tuesday noch nicht gibt und die Person sagt, ich möchte unbedingt mithelfen, das voranzutreiben. Was macht man oder was kann man da machen, dass das der nächste Tuesday schneller in der eigenen Stadt Am öffnet? besten mir direkt schreiben an dorothea@tuesday.work. Genau. Oder man schaut auf unsere Website tuesday.work/community-host. Okay, und dann kann man mit euch in Kontakt kommen und ihr klärt dann alles Weitere, wie man da vorgehen kann. Super, mega, Thea. Also herzlichen Dank für ganz, also ich find's so inspiriert von diesem Konzept und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die liebe Christina, also falls Christina hier noch im Nachgang zuschaut, herzlichen Dank fürs Connecten. Finde ich mega cool und auch danke, dass du gleich so bereit warst, hier ins Insta-Live zu kommen und mit uns darüber zu sprechen und dir deine Super gerne. Zeit genommen hast, um hier deinen Input zu teilen. Also vielen, vielen Dank, Thea. Herzlichen Dank Danke und auch für ich die hoffe, Einladung. Es war wirklich super schön. Danke. ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören uns vielleicht nochmal in ein Ja. paar Monaten, wenn es mit Tuesday vielleicht auch nach Corona jetzt so richtig Fahrt aufnimmt. Voll schön. Super. Danke. Ich Ciao. danke dir. Mach's gut, Thea. Ciao.